Ja, willkommen zurück. Wieder, hätte es gesagt, live aus der Küche. Wir sind ja gar nicht live heute. Aber aus der Küche, das stimmt schon. Man hört es, glaube ich, auch so ein bisschen am Schall. Oho. Ja, Teil 2 unseres Ernährungstalks. Wir wollten noch mal ein bisschen gucken, was haben wir denn hier schön auf dem Tisch? Hast du was mitgebracht? Da habe ich alles hier. Was gefunden? Hab ich alles gefunden. Ich habe einfach mal bei Jörg in der Küche gekocht. Ja, Avocado, und da würde ich zum Beispiel Guacamole draus machen. Nesquik, naja, Zucker pur, aber eben lecker. Eine gute reife Banane, also so, die hat auch so Trikotgröße, die könnte man dann mal so mitnehmen, ein paar Datteln und da halt noch so ein Obstkorb. Ja, wenn man irgendwas entsorgen müsste, Jörg, Nesquik, oder? Wahrscheinlich schon. Also ich muss zugeben, das ist nicht für mich. Das ist, Sagt er immer. weil, das ist meine Freundin jeden Tag Nesquik. Ich weiß nicht, das ist irgendwie dem geblieben bei der. Also Müsli mit Nesquik und Keksen, das ist so spanisches Frühstück, scheinbar. Ja, sehr süß, ja. Ja, mit ordentlich Kuhmilch. Aber beschäftigen wir uns mal mit den natürlichen Produkten. Haben den Nesquik jetzt erstmal auf Seite gelegt. Ja, das wären ja so Sachen, was man so essen könnte. Ich hatte dich beim letzten Mal gefragt, ob du weißt, was Bros heute teilweise essen. Und ich habe mal so ein Foto gesehen von einem Teller bei Team Sky. Ist schon ein bisschen her. Der war bestimmt leer, oder? Meinst du, die sehen so aus? Ein Stück Wassermelone. Nee. Also es war, glaube ich, kein Wettkampftag, es war Training. Da war aber tatsächlich Avocado mit drauf, Lachs, Ei, aber keine Kunden. Ja, Was war da los? was war da los? Da versucht man den Körper natürlich dran zu gewöhnen. Ja, mit wenig Kohlenhydraten klarzukommen. Fett hat man eigentlich unermesslich am Körper, selbst als gut trainierter Athlet. Und ja, so Keto ist ja auch so in aller Munde. Klar, Avocado zum Frühstück und Lachs ist nicht jedermanns Sache, aber man kann das natürlich machen. Wenn da gar keine Kohlenhydrate sind, also ich bin halt auch, vielleicht auch dadurch, ne, wir kommen ja aus Deutschland, da gibt es Vollkornbrot und also wenn ich jetzt immer so dieses spanische Baguette essen müsste, also das ist mal lecker und knusprig, aber oder diese Franzosenpampe, immer mit Croissants und Pain au Chocolat, das ist, ich bin ein Brotesser, also so keine Kohlenhydrate mehr, dann würde mir was fehlen. Ich kann das natürlich auch eine gewisse Zeit, aber grundsätzlich oh, ein schönes vom Bäcker gebackenes Vollkornbrot oder ja auch mal was Süßes, so süße Brötchen dann mit Frischkäse und Mandelcreme hier aus Spanien oder eben eine Scheibe Gouda und Erdbeermarmelade. Also das geht bei mir alles. Kohlenhydratarm fällt mir persönlich schwer, ich muss es ja auch nicht. Aber ich habe selber gemerkt, für Gewichtsreduktion verzichtet man einfach mal so 2 Wochen auf Alkohol, auf Süßigkeiten und isst wenig Kohlenhydrate und dann schwindet das Fett schon von ganz alleine und man hat trotzdem keinen Hunger. Und das ist, glaube ich, dieses Secret. Keinen Hunger haben, weil wer hat schon Hunger? Du hast noch nie Hunger gehabt, ich noch nicht. Wir haben höchstens Appetit oder haben irgendwie dieses Hungergefühl, aber Hunger haben halt die, wo es eben nichts zu essen gibt nach Dürrekatastrophen. Ich glaube, auch da sind wir auf einem ganz hohen Niveau, wenn wir über Hunger klagen. Ja, das stimmt. Also ich glaube, Energiemangel haben wir nicht. Also heute ist ja eher so, dass wir sehr konzentriert Energie auf Knopfdruck haben. Ich kann es alles im Internet bestellen, muss mir also keine Gedanken machen, wo ich jetzt meinen Mammut jage. Man muss mich dafür auch nicht viel bewegen. Das war sicherlich früher anders. Und genetisch kann man das natürlich auch betrachten. Würde ich sagen, ist der Mensch auf Bewegung ausgelegt und kommt mit weniger Energie aus, als wir vielleicht glauben. Das stimmt. Aber ich würde, wenn wir uns das so angucken und wenn ich mir so anschaue, was die Profis bei Team Sky heute essen oder was du so erzählst, zwei Sachen vielleicht mal rauspicken. Das eine ist, ich glaube schon, Ernährung sollte einfach sein, einfach in der Handhabung, weil sonst funktioniert das nicht. Also wenn ich mich kasteien muss ständig oder es wahnsinnig aufwendig ist, was zuzubereiten, dann funktioniert das Konzept für mich nicht. Auf der anderen Seite ist Ernährung aber komplex. Das kann man, wenn man sich in den Details, oder in die Details reinguckt, kann man das sicherlich so sagen. Ich würde aus meiner Sicht heute immer hingehen und sagen, man sollte sich den Trainingsplan anschauen und die Ernährung anpassen. Also du sagst ja, abnehmen mit wenig Kohlenhydraten, also mit Avocado,
funktioniert. Das ist der eine Aspekt, also wenn man versucht, Gewicht zu machen. Der andere ist natürlich das Aktivieren des Fettstoffwechsels. Also es gibt viele Sportler, Hobbysportler, wenn man jetzt in der Leistungsdiagnostik anschaut, die haben vielleicht eine ähnliche Schwellenleistung, aber der eine verbraucht auf dem Weg zur Schwelle ganz viel Kohlenhydrate schon und der andere ist sehr effizient mit Kohlenhydraten. Und das kann man halt triggern, indem man zum Beispiel Avocados isst. Ja, grundsätzlich ist das ja auch vom Training abhängig. Also mir hat mal Charlie Monté, hier im Radsportler wahrscheinlich ein Begriff, ein französischer Radstar der 90er, war mein erster Teamcaptain. Und er hat mir dann irgendwann mal nicht nur abgewöhnt, Zucker in den Kaffee zu machen, im ersten Trainingslager, weil da habe ich dann 2 Löffel Zucker gemacht. Dann hat er gesagt, oh, was machst du denn da? Ich will ja Zucker rein und schmeckt das doch nicht. Hat er gesagt, pass auf, wir haben 10 Tage Trainingslager, trinke jetzt jeden Tag Kaffee ohne Zucker und danach willst du keinen Zucker mehr im Kaffee. Und das ist auch so seit 1989. Und zum anderen hat er mir mal gesagt, ich sage, ja, wie machst du das denn? Boah, du bist immer so austrainiert. Er hat gesagt, c'est très simple. Quand tu roules, tu manges. Quand tu roules pas, tu manges pas. Also fährst du, isst du, fährst du nicht, isst du nicht. Der hat jetzt nicht gar nichts gegessen, aber da gab es halt morgens mal einen Esslöffel Olivenöl nativ, damit ein bisschen Energie auch im Körper war, aber eben auch keine Kohlenhydrate. Und das waren halt wirklich die ganz frühen 90er. Und selbst da gab es eben dann schon Menschen, die sich so weit damit beschäftigt haben. Ja, fährst du viel, brauchst du mehr und fährst du mehr Intensitäten, dann musst du halt gucken, wie kriege ich die Intensitäten auch gewuppt. Mit einem guten Fettstoffwechsel, aber irgendwann in der absoluten Spitze, wenn du halt diese Reize setzen willst. Ich meine, du weißt als Trainer genauso, viele wissen es auch, Training, was wehtut, da muss richtig wehtut, da passiert dann was im Körper. Und um dahin zu kommen, braucht man dann ab und zu eben auch mal ja, ein bisschen Zucker, am besten guten Zucker, der schöne Weiße aus der Zuckerdose mit dem Würfel dann eher nicht. Aber man muss da schon, ja, immer auch anpassen, was brauche ich und was verbrauche ich. Ja, das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Erkenntnis. Das ist das, was ich in Foren hatte. Ich lese ja auch viel und verfolge, was Athleten diskutieren, weil ich immer Themen suche natürlich auch. Dass die Athleten immer so ein Konzept suchen, das einfach funktioniert. Aber ich meine jetzt nicht die Zubereitung, sondern, jetzt isst du morgens immer das. Ja, zum Beispiel Eier mit Speck und Avocado und dann isst du mittags immer deinen Salat mit Fleisch und abends einen Fisch und dann kannst du damit Gewicht verlieren und das ist gut für den Fettstoffwechsel. Ja, super. Und dann essen die jeden Tag nur noch so. Und dann machen die Intervalle und gehen dann hoch, kriegen die Leistung nicht, die im Trainingsplan steht, auf die Bahn, weil mit nur Fetten bestimmte Intensitäten einfach auch nicht darstellbar sind. Und das ist so das, wo ich glaube, wo viele Fehler machen. So einfach ist Ernährung eben nicht, dass ich sage, ich habe jetzt genau diesen Ernährungsplan und der funktioniert das ganze Jahr. Sondern ich muss halt schauen, bin ich jetzt im Winter in der Vorbereitung oder bin ich in der unmittelbaren Wettkampfvorbereitung, bin ich im Trainingslager, was habe ich im Trainingsplan stehen und muss meine Ernährung da ein bisschen drauf anpassen. Ja, weil so lecker wie das ist, Avocado mit Speck und Spiegelei, aber jeden Tag irgendwann ist halt auch mal gut. Also das ist ja das, was wir auch immer sagen, es muss auch Spaß machen, die Sachen zu essen, die wir da brauchen. Und da denke ja, ich, jetzt gibt es Hunger, glaube ich. Wir reden gerade vom Essen, machen wir die Tür auf und da kommt dein Sohn, der hat Hunger. Dann würde ich mal sagen, der kriegt jetzt Kohlenhydrate. Jo, komm, ab ans Fläschchen. Alles klar. Ja, ich würde sagen, wir melden uns zunächst nochmal zum Thema Ernährung und bis dann. Ciao. Mach's gut. Ja, komm weg, zurück, genau. Fläschchen ist gemacht, Babymilch. Milch ist eigentlich auch ein spannendes Thema. Ich habe mal, das ist schon ein bisschen her, hat schon in Köln gewohnt, mir in so einem Bodybuilding-Laden Proteinpulver gekauft. Mhm. Dann habe ich nach, also es gibt verschiedene Produkte, verschiedene Eiweißquellen und es gibt halt dieses, was alle empfehlen im Moment, Whey-Protein. Mhm. Also ich komme ja aus dem Kraftsport eigentlich. Er hat das lange gemacht. Also das war für mich immer schon ein Begriff. Und das ist jetzt auch im Ausdauersport natürlich en vogue. Whey-Protein, weil es schnell verfügbar ist. Aber der Aminosäurespiegel im Blut baut schnell auf, geht schnell wieder runter. Mit anderen Worten, hält nicht so lange satt. Und es gibt halt Casein, das ist so ein typisches Milcheiweiß, das hält länger satt, was länger dauert, bis das zerlegt ist und aufgenommen wird.
Was aber doch auch für den Körper wiederum mehr Arbeit bedeutet, weil es ist ja nicht so ganz natürlich. Würde ich jetzt nicht unbedingt im Wettkampf, vor dem Wettkampf oder genau. vor dem Training nehmen, aber zum Beispiel an einem Regenerationstag, um den ganzen Tag sich mit Aminosäuren zu versorgen, das ist eine gute Strategie. Zumindest gibt es Untersuchungen dazu, dass man abnehmen will, zum Beispiel das Casein eigentlich ganz gut geeignet sei. Also gehe ich rein in diesen Bodybuilding-Laden und sage, hey, ich hätte gerne hier Casein. Um Gottes Willen! Du kannst doch kein Milcheiweiß kaufen! Weißt du, wir sind ein einziges Säugetier, da hat im Erwachsenenalter noch Milch trinkt. Ey, das ist doch voll schön. Da kriegst du dicke Haut von und ey, bloß. Alles klar, was soll ich nehmen? Ja, kauf hier Whey-Protein. Ich sage, okay, dann nehme ich wieder Whey. Eigentlich hatte ich eine andere Idee, ich wollte, aber gut. Bin dann mit meinem Whey-Protein abgedackelt. Hab dann aber angefangen, mich mit dem Thema Milch zu beschäftigen. Und viele sagen ja, es ist ein vollwertiges Nahrungsmittel. Klar, Babys kriegen Milch, da ist alles drin, was ein Säugling braucht zum Wachsen. Und der wächst ja immens. Und selbst wenn es jetzt so eine Kunstmilch ist. Die Frage ist halt, ob es im Erwachsenenalter immer noch sinnvoll ist, Milch zu trinken. Hast du da eine Meinung zu? Wie stehst du? Milchersatz? Milch ist lecker, Punkt 1. Also Milch als Getränk nehme ich nicht. Einen guten Kaffee Latte zum Beispiel, wenn die Milch die richtige Temperatur hat, oder einen gut gemachten Cappuccino, klar. Wobei schwarzer Kaffee auch lecker ist, steht außer Frage. Und jetzt kommt Protein oder Recovery Shakes, gibt es ja dann auch. Wenn du die mit eiskalter Vollmilch machst, dann schmecken die halt viel geiler. Und dann trinke ich die auch mit Vollmilch statt mit Wasser, weil die paar Kalorien, also die 3,5% Fett auf einen Liter, die sind für mich zu vernachlässigen. Plus 4 Gramm Zucker. Ja, der Zucker, den habe ich verbrannt. Wenn ich einen Recovery Shake brauche, dann ist das richtig. Dann ist das so. Aber grundsätzlich, ich trinke es nicht als Getränk, aber ich nehme es doch, wenn ich sage, in rauen Mengen zu mir, aber in unseren Gesellschaftskreisen oder Zivilisationskreisen, ja, Mittel-Westeuropa, in einem ganz normalen Maß nehme ich Milch zu mir. Ich vermeide sie nicht. Gibt mal welche, die zu mir zum Beispiel in die Casa kommen und sagen, ja, ich habe Laktoseintoleranz, da kaufe ich laktosefreie Milch. Die schmeckt ein bisschen süßer, aber die trinke ich dann auch. Also, oder da mache ich dann auch morgens Müsli mit. Also das ist eigentlich egal. Aber ich bin da jetzt auch kein Verfechter von, das eine muss und das ist immer schlecht. Und wer es nicht braucht oder nicht verträgt, der nimmt es nicht. Oder wer es halt nicht will. Und wer es will, ja, mach. Aber es ist wie alles. Wenn du 8 Liter Milch am Tag trinkst, ist das wahrscheinlich ungesünder als ein halber Liter Bier. Also ich persönlich bin ja Laktose-ignorant. Also mir ist das egal, ob Laktose drin ist oder nicht. Genau. Aber tatsächlich, also ich persönlich kaufe nicht mehr so viel Milch. Mhm. Das gilt nicht für alle Milchprodukte, aber fermentiert zum Beispiel als Joghurt oder Quark, das esse ich schon gerne auch. Kuhmilch aber nicht mehr. Ganz einfach, weil ich mir nicht sicher bin, wo kriege ich jetzt vernünftig ein Produkt her, was irgendwie auch wirklich die Qualität hat, die wir uns, ja. Was aus der Kuh rausläuft, ist ja nicht, was du in der Packung bekommst. Bio-Weidemilch zum Beispiel, die kostet halt 1,70 €. Ja. Ob das wirklich Bio und Weide ist, weiß man nicht, aber klar, wenn du einen Liter Milch für deutlich unter 1 € irgendwo kaufst, aus dem Tetrapack. Und Bio heißt ja nur, dass sie nur einmal im Jahr Antibiotika spritzen und nicht jeden Tag oder so, ne? Genau. Und das ist halt so, ne? Antibiotikabelastung in der Milch, Stresshormone wegen Massentierhaltung und wenn man also diese Zuchtmaschinen sieht und so. Deswegen bin ich da so ein bisschen verwirrt. Ich bin inkonsequent, gebe ich zu, weil ich esse ja trotzdem noch Joghurt und Quark und weiß ja nicht, wo der. Sind wir aber doch alles ein bisschen inkonsequent. Und das ist ja, aber es ist schwierig, aber klar, man macht sich Gedanken drüber, was man isst. Das andere Problem ist halt der Geschmack. Dass man sagt, okay, was kann ich denn ersatzweise nehmen? Soja ist für mich Industriemüll, also das geht gar nicht, so ähnlich. Weder geschmacklich noch vom Fertigungsprozess, dann kann ich gleich Milch, kann ich bei der Milch bleiben mit den Phytohormonen, und sie drin sind. Aber Mandelmilch, wir sind auf Mallorca, ist zum Beispiel für mich mittlerweile eine Möglichkeit, was man mit Kaffee machen kann. Aber muss ich dran gewöhnen. Ja, wie alles. Wie kein Zucker mehr in Kaffee, wie früherer Teamchef. Aber das ist vielleicht auch für euch eine ganz interessante Nachricht von mir zum Thema Ernährung. Ich werde natürlich auch viel gefragt, wie soll ich mich ernähren, ist das gesund, was dies und jenes. Und dann kommt immer der Einwand, aber auf das kann ich auf keinen Fall verzichten, das ist für mich lebensreich. Ich muss das, esse nur, was mir schmeckt. So, und dann ist dann halt die Pommes und die Currywurst. Da geht auf keinen. Da sage ich immer, ja, okay. Ab und zu ist ja auch in Ordnung,
muss nicht jeden Tag sein, das ist das eine. Aber das andere ist halt immer, ich esse nur, was mir schmeckt. Ich sage euch das genau andersrum. Euch schmeckt, was ihr immer esst. Also wenn ich jeden Tag Mandelmilch in den Kaffee reinmache, merke ich irgendwann, oh, das schmeckt. Und dann schmeckt mir vielleicht die normale Milch nicht mehr so gut. Oder anders, wenn, weiß nicht, du isst wahrscheinlich auch heute alles, was du als Kind nicht mochtest. Ne? Spinat, Spargel, Brokkoli und Bitterstoffe und so. Ja, also der Geschmack passt sich an. Also was ich immer mache, den Kaffee immer schon, das habe ich auch mal irgendwann im Rahmen von so einem Experiment gemacht. Ich konnte früher Kaffee nur mit Milch und Zucker, heute geht auch schwarz. Mhm. Also die Geschmacksnerven und unser Geschmack passt sich an. Und das ist eigentlich eine ganz wichtige Sache. Wenn man was verändern will, eine Diät für 2 Wochen wird euer Leben nicht verändern. Aber eine Ernährungsumstellung, und dann muss man sich eben Gedanken machen, was ist gesund. Und dann muss man dem eine Chance geben, ein paar Tage oder vielleicht auch mal 2 Wochen, weil dann hat sich der Geschmack umgestellt mit der Zeit. Ja, grundsätzlich immer nur das Gleiche, also oder eintönig, haben wir auch eben drüber gesprochen, Avocado mit Speck und Spiegelei, jeden Morgen ist auch blöd. Klar, Obst ist sicherlich auch die Art und Weise von Zucker, die als Fructose in Obst ist natürlich deutlich besser als das raffinierte Zeug, aber selbst hierzu gibt es dann was, und vielleicht hat da auch jemand eine Meinung oder eine Ahnung von. Wir waren irgendwann in den 90ern im Trainingslager Festland Spanien und sind da ewig durch Orangenplantagen gefahren. Und dann kam mir so die Idee, stell mal vor, jetzt gäbe es nichts mehr und wir müssten jetzt nur noch Orangen essen. Und dann haben wir uns dann vorgestellt, wie das wäre, so nach 2 Tagen oder nach 5 Tagen oder einer Woche. Und dann habe ich irgendwann auch meinen Teamarzt gefragt und habe gesagt, hör mal, wie ist das eigentlich, wenn es jetzt nur noch Orangen gäbe? Und ich weiß bis heute nicht, ob er mich vielleicht verarscht hat oder nicht. Er sagte, ja, Marcel, si solamente tendrás naranjas, vas a morir dentro de un año, año y medio. Also dann würde man nach einem Jahr oder einem anderthalb Jahr, würde man sterben. Und vielleicht sind ja hier ein paar Zuschauer dabei, die mehr Ahnung haben als ich. Oder vielleicht hat mein Teamarzt auch recht gehabt. Ich würde das gerne mal wissen. Also wenn ihr kommentieren wollt und habt da eine Meinung zu oder wisst sogar fundiert, dass man dann wirklich sterben würde, würde mich einfach mal interessieren. Kommt halt dann nicht in Frage. Aber Orangen frisch gepresst, gerade in Spanien, ist natürlich auch Kulturgut. Also so guten frischen Orangensaft wie hier gibt es eigentlich fast nirgendwo auf der Welt. Ich war schon auf vielen Orten der Welt. Aber besser im Winter und in dem Frühjahr, weil im Sommer kannst du das knicken. Da ist keine. Da ist keine frische, Orangenzeit, aber man geht halt auch in jeden Laden rein. Die haben da diese riesen Maschinen. Im Publikum Café haben die halt frische Orangensaftmaschinen und das ist halt schon was anderes als das Zeug aus der Flasche. Also auch da, ja, weiß nicht. Wenn man nur sowas essen würde oder trinken, weiß ich, ob da die Nährstoffe stehen ja drauf. Vielleicht könnte man dann sogar länger überleben als mit nur Orangensaft. Wahrscheinlich schon. Wie gesagt, insgesamt ist Milch eine sehr, sehr vollwertige oder ausgewogene Geschichte, weil das Verhältnis Aminosäuren, Kohlenhydrate, Fette stimmt in der Regel, wenn man Vollmilch nimmt, als nicht die veränderte. Und man passt so sehr, gesehen, das ist noch eine ganz andere Geschichte, aber so diese Nährstoffkombination, also ausgewogen ist das Ganze. Ich glaube, wenn ich es richtig im Kopf habe, 3,5 Gramm Fett hat ein Liter Milch. Vollmilch, ja, richtig. 4 Gramm Zucker und 4 Gramm Proteine. Das heißt 40, 35 und der Rest sind dann, und dann andere. Plus natürlich Wasser. Und das heißt, dann machen wir noch Nesquik rein, damit es lecker süß ist. Ja, dann verschiebe ich natürlich alles Richtung Kohlenhydrate. Ganz genau. Wäre das eher so ein Wettkampf oder Vortrainingsgeschichte. Ja. Was ja hauptsächlich Glucose, ne? 70% Traubenzucker. Mhm. Also wenn ihr, ganz ehrlich, wenn ihr Kakao trinken wollt, dann holt euch einen echten Kakao und macht dann vielleicht nach Geschmack ein bisschen Honig dran oder so. Ja. Kakao insgesamt ist gut für den Fettstoffwechsel und ist antientzündlich. Also ist auf jeden Fall eine gute Sache, aber nicht, wenn da halt nur noch ein Hauch von Kakao im Zucker ist. Ja, ich habe das ja früher geliebt. Und ich habe das lange nicht mehr gehabt, aber meine Freundin trinkt ja jeden Tag Nesquik. Ich weiß nicht, wie viel Löffel man da reinmachen muss, damit das auch irgendwie mal so ein bisschen kakaoähnliche Farbe bekommt. Ja, 8 Löffel. Also, das ist, also hier in Spanien gibt es ja auch Chocolate a la Taza. Das ist auch halt Schokolade, oder? Das ist dann richtig, das wird langsam aufgekocht, also Milch wird langsam heiß immer, dann machst du dann da einen Löffel rein und dann kochst das einmal auf und lässt das dann a fuego lento, also auf kleiner Flamme, einfach weitermachen. Das wird dann immer dicker. Und der Sport ist dann halt natürlich, wenn man dann so ein Ding kocht, wenn man das dann in die Tasse gießt, wartet man ungefähr 1 Minute, dann bleibt der Löffel drin stehen. Das ist dann fast wie Pudding. Also das ist schon echt lecker. Aber gut, viel Fett, viel Zucker und dann muss man halt auch viel trainieren, damit man nicht fett wird.
Ja, das ist wahrscheinlich das Problem an der ganzen Geschichte. Nur mit Ernährung wird man nicht schneller. Man kann viel verkacken, ja, aber wenn zu viel isst. Ja, und mit nur schlechter Ernährung wird man auch nicht viel schneller, kann man auch so trainieren. Also wie gesagt, auch da ausgewogen wie in allen Dingen. Und ja, ich hoffe einfach. Say. Ah, zweite Runde. Say, ja. Ah, sehr, sehr klar. Ein Sekunde. Also, das war nach der Fütterungspause und ja, mal gucken, was wir dann demnächst zum Thema Ernährung ausgeben. Ich habe den Kinderwagen als Garderobe mitgebraucht. Ich gehe mal eben aufräumen. Also in diesem Sinne, und wie gesagt, hätte gerne eine Info dazu. Ne? Stirbt man wirklich nach einem Jahr? Ja, das war's von uns zum Thema Ernährung. Ich bin gespannt auf eure Kommentare und ja. Wir melden uns dann demnächst wieder zum Küchentalk. Bis dann. Also, ciao.